Moin Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer die Pfeiler und ich begrüße euch zu einem weiteren Video von mir auf meinem Kanal. Ja, ich bin hier gerade in der WoW Classic Beta am Start und erkunde quasi gerade hier die Gebiete unter Stormwind und ja, heute werden wir uns mal dieses gigantische Loch hier anschauen. Man weiß nicht genau, was sich Blizzard mit diesem Loch hier gedacht hat, aber irgendwie soll hier anscheinend eine Art Kanalisation unter Stormwind entstehen und ein Moment. Ja. Deutsche Server? Nein. Nein. Server in Europa, also die Deutschen bekommen ihre eigenen und die Franzosen auch, ja? Okay. Okay. Okay, das sollte ein dramatischer Sprung in die Tiefe werden. Hat nicht geklappt. Ja, Leute, moin moin, die Pfeiler hier. Ja, was soll ich groß sagen? Ihr seht es hier. WoW Classic Update zur Struktur der europäischen Realms. Toshayu, der Community Manager, hat hier geschrieben, wir freuen uns sehr über das große Interesse und danken euch für die leidenschaftlichen Rückmeldungen, die wir in den letzten Tagen zu diesem Thema erhalten haben. Einer weiteren Überprüfung und der Berücksichtigung eures Feedbacks, ja, was ja sehr zahlreich war, werden wir in Europa WoW Classic zusätzlich zu den englischen und russischen Realms auch mit deutschen und französischen Realms starten. Ja. Das bedeutet, wir werden deutsche Server bekommen, wir werden französische Server bekommen, zusätzlich zu dem bisher bereits angekündigten russischen. Und ich möchte gar nicht so fett jetzt drumrum reden, sondern mich einfach wirklich bedanken. Ja, einfach für die zahlreichen Kommentare unter dem Video, was ich zu dem Thema gemacht habe. Da haben einfach so viele Leute geschrieben, ihre Bedenken geäußert und so weiter und auch auf Twitter dann Randale gemacht, in den Foren geschrieben, unglaublich viele Beiträge in den Foren auch zu dem Thema. Und auch danke an die Betreiber von dem deutschen Community-Server-Discord-Projekt. Das heißt, wenn Blizzard nicht eingelenkt hätte, hätten wir irgendwie mit der Community unseren eigenen Server schon gefunden, ja, oder unsere eigenen Server. Und danke auch an Safot und Topolina an der Stelle, die das Projekt geleitet haben. Und ja, danke an euch, an jeden Einzelnen da draußen, der Feedback gegeben hat. Wie gesagt, ich finde es unglaublich wichtig, dass man auch solchen Themen direkt konstruktiv Feedback gibt. Und ich denke, das haben wir an der Stelle hier getan. Und ja, ich denke einfach, Blizzard hat hier mit eine der cleversten Entscheidungen in der jüngsten Konzerngeschichte getroffen. Und ich hoffe auch, dass wir hier eine weitere positive Entwicklung beobachten können. Und aber ich denke einfach, es macht einfach Sinn an der Stelle. Es ist eine unglaubliche Nachfrage da nach WoW Classic. Und wir haben auf jeden Fall hier eine eindeutige Antwort auch Richtung Amerika gesendet, würde ich sagen. Ja, hier wurde jetzt noch geschrieben, dass es einen abschließenden Stresstest geben wird, wo dann eben die verschiedenen Sprachen getestet werden. Da würde ich euch dann auch nochmal bitten, auf jeden Fall da auch mitzumachen, damit wir wirklich sehen können, okay, wie viele Spieler am Start sind in den jeweiligen Gebieten. Und ja, in dem Sinne vielen Dank. Ich will gar nicht weiter drum rumreden hier an der Stelle. Ich habe heute Abend auch noch das Turnier in der WoW Classic Beta zu kommentieren, weil ich da heute live gehe. Von daher, aber ich wollte euch einfach gerade nochmal kurz hier die Infos mitgeben an der Stelle und ja, wie immer Leute, schreibt mir gerne unter das Video, was sind eure Gedanken? Seid ihr froh, dass Blizzard eingelenkt ist? Ich denke, man wird natürlich schon die überwiegende Mehrheit so sehen, aber schreibt mir auch gerne, wenn ihr das nicht cool findet und lieber europäische Server gehabt hättet. Ich meine, ein paar Leute gab es da draußen, ja, und ich respektiere wirklich jede Meinung, aber ich kann nur für mich persönlich sagen, ich bin sehr froh, dass wir diese Entwicklung haben. Ich glaube einfach, dadurch wird viel Chaos abgewendet am Release Day und dadurch wird einfach vieles erleichtert und einfacher gemacht, ja. Oh Mann, Leute. So, ich würde sagen, der Hype Train ist wieder am Start, Leute. Und in dem Sinne, lasst euch nicht verarschen. Meinung und das Video. Bis dann.